Zentralschweizer Fernsehen, Tele 1, unterwegs. Präsentiert von der Emil Frey Ebiken, Kriens und Zielbrück. Ihre Opel-Partner in der Zentralschweiz. Blätter gehen langsam ab, die Tage werden kürzer, es ist Herbst, Zeit von Maroni und Vermicelle. Das Dessert gibt es etwas später in der Sendung. Wir gehen auf Beizjagd mit Greifvögel. Zuerst sind wir aber auf Trüffelsuche mit dem Bruno und dem Santo. Wir sind jetzt an einem Ort, wo wir nicht verraten, wo wir sind. Machen wir das so unter Trüffelsammler? Das ist so. Also nicht nur eigentlich der Trüffelsammler, sondern eigentlich der Pilzsammler allgemein macht das. Bist gut? Ja. Bei den Trüffelsammlern ist es natürlich extrem. Es geht so lange, bis man die Trüffelplätze gefunden hat, und dann tun wir sie einfach nicht gern. Was heisst das? Wie lange geht das? Also bis du jetzt das Plätzchen hier gefunden hast? Das ist erstens, muss ich mal wissen, wo was die Bäume da sind, was braucht dazu. Und dann laufe ich tagelang rum, bis ich den Trüffel gefunden habe. Was oder er. Ja, aber was braucht, also du kannst einfach sagen, es braucht bestimmte Bäume oder Beschaffenheit vom Wald. Es braucht zum Beispiel Buchen, wo wir hier gerade ein paar haben. Es sind Haselstuden, die auch Träger sind vom Myzel. Und Eichen, Schwarzföhr, es gibt verschiedene Bäume. Oder? Und da ist es jetzt gerade ein bisschen prädestiniert da mit Buchen und Und der Boden muss natürlich stimmen. Das ist die Voraussetzung, eigentlich, als der Trüffel wächst. Ja. Ein hoher pH-Wert bis 8, 6,5, 7 bis 8,5. Und sonst kommen sie bei uns nicht. Ja. Oder? Der Santo will schon wieder weiter. Ja. Schmeckt er schon wieder etwas? Das könnte sein, dass er schon wieder einen in der Nase hat. Krass. Also, willst du suchen? Willst du suchen? Hast du etwas geschmeckt? Ja. Also komm. Hey, also der Baum muss stimmen und eben auch der Boden. Sonst wächst er nachher nicht, oder? Ja. Hast du ihn abgerichtet auf Trüffel? Jawohl, ich habe mit dem geübt. Ich bin selber Trüffel kaufen damals, als ich den Santo bekommen habe. Und ja, es ist immer ein bisschen Pilz, das ist ein bisschen mein Hobby. Ja. Aber ich tue nur eigentlich die sehr guten, nehme ich eigentlich genommen. Es ist ein bisschen was Steinpilze sind und natürlich der Trüffel, wo natürlich der Pilz, der Pilz ist. Ja. Genau. Also komm, wir lassen dich nicht noch warten. Gehen wir noch suchen. Also, komm. Jetzt ist ein Pilonerli. Suchen wir noch ein bisschen. Der 11-jährige Lakoto Santo macht sich auf die Suche nach den sogenannten schwarzen Diamanten. Immer wieder geht der Santo an und findet die Pilze teils tief vergraben im Boden. Trüffel sind Schlauchpilze, die immer in einer Symbiose mit einem Baum wachsen. Es gibt weiße und schwarze Trüffel, bei uns in der Schweiz findet man aber nur die schwarzen. Früher auf dem Menüplan von Königen und Kaiser wird der Edelpilz bei uns in der Küche immer beliebter. Über all die Jahrhunderte gleich geblieben ist der hohe Preis für Trüffel. Was kommst du jetzt aktuell für einen Trüffel über, für das Kilo? Ich tue sie selber für 500 Franken verkaufen. Das heisst, es lohnt sich schon auch ein bisschen für dich, das Hobby? Nein, gar nicht. Man stellt sich so vor, wenn der Pilz ja so teuer ist. Ja, weil es eben da meint, du wirst ja du reich, oder? Ja. Wenn du ein Kilo Trüffel findest, oder? Den ganzen Tag rumgelaufen bist du noch ein bisschen weit gefahren. Und nachher der Kistenhälfte kannst du nicht brauchen. Ja. Also wir rühren den nicht weg, oder? Ja. Dann wird wieder in die Natur rausgebracht. Ja. Dann können die Tiere wieder fressen und wieder kacken und nachher haben wir Sporen verteilt. Ja. Und dann muss man selber rechnen, oder? Ja stimmt. Aber ist es nicht du auch selber gern, ich kenne sehr dass gerne, du sagst, mal die Zeit investieren? Was hast du am liebsten mit Trüffel? Nudeln. Oder natürlich ein Rindsfilet. Mit Trüffel oder was? Ja, und was ich eben auch selber viel mache, ist Butter mit den Trüffeln. Und
verwende das wie eine Kräuterbutter eigentlich verwenden auf dem Rindsfilet oben. Oder, ja. Das klingt gut. Spiegeleier habe ich auch sehr gerne. Oder ein verlorenes Ei, das drauf ist. Das klingt gut. Bin natürlich, wenn ich kann, bin ich an der Quelle. Das ja, ist natürlich ja, ja, schon. Genau. Du willst wieder weiter. Hä? Das ist aber nicht für dich. Das tun wir hier ins Täschchen. Das tun wir mitnehmen. Komm, ja. Ich weiss. Also. Der Santo ist trainiert auf Trüffelsuche. Schon in seinem ersten Lebensjahr war er erfolgreich und seither an der Seite des leidenschaftlichen Pötzler unterwegs. Viele Trüffel, die wir finden, sind schon angefressen, zum Beispiel vom Trüffelkäfer, aber auch von Würmern. Bist du jetzt zufrieden mit dem oder hast du andere Jahre, wo du sagst, da habe ich viel mehr? Das ist einfach das, was wir jetzt einfach bis jetzt gefunden haben. Ja. Und ich kann es nicht beeinflussen, als es mehr gibt. Und das, aber hast du sonst auch grössere Pilze? Ja, sind extrem kleine. Ja. Ich habe noch andere Plätze, auch, wo sie ein bisschen grösser sind. Ja. Und da sind sie ein bisschen kleiner. Da weiter oben sind sie auch grösser gewesen. Und ja. Da, es wird schon solche gefunden. Aber das Jahr ist einfach... Und weg ist er. Im Herbst finden wir also nicht nur viel Trüffel, sondern auch Maroni. Aus denen machen wir auch Vermicelle. Wie? Das wollte ich jetzt herausfinden. Nachdem die Maroni weich gekocht sind, mische ich zusammen mit dem Andi in der Backstube der Konditorei Heini in Luzern die Vermicelle-Masse. Wir haben hier noch ein bisschen Kirschsirup, dass es auch ein bisschen weicher wird. Wenn wir hier reinlernen, schmeckt man, gell? Mhm. Und das ist jetzt der Mixer, schau hier. Der ist ein bisschen grösser als daheim. Ja, genau. So, jetzt kannst du einfach ruhen, aber bis das Öl weich ist. Jetzt haben wir noch Staubzucker, Vanillezucker und ein bisschen Salz ist noch drin. Und das kommt jetzt auch noch rein. Salz? Ja, genau. Salz ist so ein Geschmacksverstärker, dass wir nachher auch den schönen Geschmack von der Maroni haben. Ah. Das ist sehr streng. Du weißt, was du gemacht hast. Genau, ja, das ist definitiv so. So. Schwitzen. Ist das gut? Ja, das ist gut, ja. Ich bin fertig, die Masse aber noch nicht. Zusammen mit der 24-jährigen Raffaela mische ich jetzt nämlich noch Rahm dazu. Du darfst das sonst gerade einfach schön auf der Seite, aussen nicht gerade mit drin, dann spritzt es auch nicht. Es ist halt so ein Prozess, der etwas teuer ist. Also braucht sicher so 5-6 Minuten, bis alles schön gemischt ist. Auch. Ja, genau. Die Engelbergerin weiss genau, wie viel das es braucht. Sie macht im Herbst pro Woche bis zu 60 Kilo Vermicelle. Dann ist es soweit. Mit dieser Maschine gibt es aus der Masse die typischen Würmli. Also es ist schon ein bisschen eine Kunst. Ja. Also jetzt, das siehst du es dann auch. Das heisst, Charlie macht das jetzt einfach genau, für euch. Sie macht das ja. So richtig. Genau. Ja, bei ihr sieht es mega einfach aus. Richtig, sie macht das auch. Eigentlich tagtäglich, sagen Ketzen. Vermicelle sind besonders dünne Spaghetti aus Süditalien. Erfunden haben das Herbstdessert Tessiner. Ja, Mensch, ich darf mal probieren. Ja, sicher. Schau mir nicht, vielleicht gerade dann ist zeigen. Also, ich nehme euch mal so eins. He? Ja. Gut. Man kann sie mal aufdrücken. Aber ja. So. Ja. Und jetzt kommt das raus. Ja. Oh oh. Gut. Ich habe gesehen, du machst etwas so. Ja. Ja, es ist ein bisschen höher. Was meint ihr? Ja, es hat sicher ein Steigerungspotenzial, hat es noch sicher drin. Aber es ist auch sicher nicht schlecht. Ich kann das jetzt nicht da drin, aber das soll ich auch. Das kann man es auch wieder oben. Genau, kann man es auch auf die Seite also, tun. Ja, fast auch aufs Blech. Genau. So. Kann ich noch eins probieren? Ja, ja. Ai, ai, ai. Also es müsste wirklich so flach sein. Ja, genau, wir machen die wirklich extra flach. Dass sie auch in die Schachtel rein mögen und nicht zu gross sind. Ich sehe, warum das einfach jemand macht. Das ist... Birg sieht so schön aus wie ein Vogelnestli. Ja, genau, richtig. Und halt die Ebig, die es halt braucht. Ja, genau.
Ihr macht so viel so Dessert, hast du selber gern? Ja, also ich habe sehr gerne. Es sage ich noch viel Lamix, so, dass ich das so gerne habe, dass ich das immer noch sehen kann. Ja, eben, aber es ist schon so eine Leidenschaft und da will ich es auch sehr gerne essen. Ist es schon für mich ein Highlight. Ja, genau, richtig. Ja, das ist aber das ist nicht so schlecht. Ja, das ist doch nicht schlecht. Ja, das könnte man eigentlich schon gelten. So. Fein sind sie ja sowieso, auch wenn sie nicht erstklassig aussehen. Präzision ist in meinem Fall zum Glück sowieso weniger wichtig als bei dem, der jetzt kommt. Der Herbst, auch eine intensive Zeit für das Obwaldner Helikopterunternehmen Rotex. Bei der Gondelbahn am Pilatus müssen die Rollenbatterien gewechselt werden. Präzision auf höchstem Niveau. Ich als Flughelfer bin ich dort für den Pilot eigentlich die Höhe zu sagen vom Objekt, das wir fliegen. Jetzt war es die Rollenbatterie, dass er eigentlich weiss, wie hoch die Rollenbatterie ist, dass er es nur noch einfahren kann. Der Helikopter ist extra auf einen Lastentransport ausgelegt. Gegen die 3 Tonnen mag er lüpfen, mehr als er selber schwer ist. Nicht nur das macht den K-Max einzigartig. Uns fehlt eigentlich der Heckrotor, durch das haben wir eigentlich die ganze Kraft auf dem Hauptrotor. Von daher ist ein Vorteil, das Rotorsystem. Die Rotorebenen sind eigentlich so angeordnet. Der Downwash geht eigentlich so breit und tut sich quasi wie hier treffen und tut sich eigentlich fast wie aufheben. Weißt? Das heisst, auf 50 Meter ist der Downwash im Boden viel weniger stark, als wenn ich ein konventionelles Rotorsystem habe, wo der Downwash eigentlich unbremst gerade breit geht. Das ist ein grosser Vorteil, vor allem im Wald, wenn man neben der nebenstehendes Holz hat, dass nicht Äste breit blasen. Es ist auch viel weniger gefährlich für die Crew, wenn das Material aufblasen und so Sachen. Das ist ein grosser Vorteil. Optimal also auch für Vorstarbeiten. Es ist eines der Hauptgebiete der Firma aus Kägiswil. Das Team ist in dieser Zeit nahtlos über mehrere Tage vom einen zum anderen Einsatz unterwegs. Es ist sicher sehr abwechslungsreich. Mir ist jetzt noch im Kopf Italien, sind wir erst gewesen. Gerade am Meer zu suchen. Und das war echt eindrücklich. Von der Montage her hat man das Meer abgesehen. Das war schon cool. Die Rollenbatterien am Pilatus sind austauscht, eine verhältnismässig kurze Geschichte. Doch auch bei denen braucht es vom ganzen Team für die Sicherheit volle Konzentration. Es braucht immer einen vollen Einsatz. Das Wichtigste ist eigentlich die Sicherheit, dass wir am Abend alle ganz zurückkommen. Und erst dann kommt eigentlich die Effizienz. Und das spielt alles ein bisschen miteinander ein. Also 0815 ist eigentlich nie ein Job, sagen wir. Auch bei mir geht es jetzt noch ums Fliegen. Christian Häusler geht mit seinem Habicht Django 3-mal in der Woche von Oktober bis Februar auf die Beizjagd. Heute dürfen wir den Falkner dabei begleiten. 668, das ist gut. Wieso tust du nicht zu wägen? Dass ich weiss, dass er in der richtigen Kondition ist, dass er nicht schwer ist. Dann hat er zu wenig Hunger, dann komme ich nicht mehr zurück, durch den nächsten Baum fliegen, zündeln. Aber wenn er zu leicht wäre, dann hat er zu wenig Energie zum Jagen. Das heisst, dann würde er recht schnell aufgeben. Und ich wollte, dass er einerseits auch gesund bleibt. Natürlich. Man merkt auch sofort, dass etwas nicht stimmt, wenn er mit dem Gewicht mehr runtergeht gegenüber dem Vortag, wie normal. Und das ist eigentlich auch eine super Gesundheitskontrolle. Und das andere eben, dass er wirklich topfit ist. Und wie ist der Habicht vom Wesen? Weißt du, ich finde, er ist recht laut und er wirkt schon noch so pompös. Ja, also die, die sich mit Hunden auskennen, das ist wie ein deutscher Jagdterrier, einfach so ein Vollblut-Jagdhund, ist das eigentlich das Ebenbild bei den Greifvögeln. Da habe ich das ja, sehr impulsiv, ja. Nervös. Er hockt jetzt so relativ gelassen, weil er genau weiss, jetzt geht es los. Es ist nichts Ungewohntes, ist etwas, was er kennt und er den Alltag erlebt. Aber sonst habe ich relativ einen impulsiven. Energetischer Vogel, also man sieht es dann auch, wenn er jagt. Und das kann auch sein im Auto, dass er jemanden rumflattert, dass er schnell irgendwie so, ja,
ja, dass es einfach ein bisschen durchbrennt mit dem Schnell, aber beruhigt er sich schnell wieder. Ja, das ist einfach Habicht. Das ist ja, einfach so das Naturell von diesem Vogel. Er will schon los, ja? Er will los, ja. Er ist motiviert. Ja. Das tust du jetzt einfach hier uns. Ah. Jetzt so eine neue Box. Weil, ja. Dann kann er sich ein bisschen runterfahren, sich beruhigen und dann fahren wir mal los. Und wenn wir die ersten Kreien sehen, können wir dann mal nehmen ihn führen und dann können wir probieren. Es ist halt jetzt ein bisschen nervös geworden. Genau. Wenn so ein Vogel nervös ist, ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn man selber auch nervös wird, weil es überträgt sich. Hast du gemerkt schon ein bisschen? Oder geht es noch? Ja, ich kann mich schon. Also, ich weiss es einfach, man kann nicht erzwingen und man muss dem Vogel die Zeit geben. Und wenn es halt mehr Zeit braucht, braucht es mehr Zeit. Weil erreichen kann man nicht mehr, wenn man stresst oder wenn man drängt. Wir sind offen. Wieso machen wir das mit dem Auto? Bin ich froh. Das machen wir mit dem Auto, weil das die einzige Möglichkeit ist, um genug Kreien hinzukommen. Weil die sind sehr schlau und wenn wir hier zu Fuß laufen, kommen die sehen einen von einem halben Kilometer und wären weg. Ah, krass. Ja, du, dann komme ich mit dir mit auf die Jagd mit dem Auto. Ja, machen wir das, sind wir gespannt. Ja. Der Hermann, der selber auch Falkner ist, übernimmt das Steuer. Der 34-jährige Christian schaut, wo es passende Krähen für seinen Habicht hat. Jetzt beim ersten Flug ist die Chance nicht, vielleicht nicht riesig. Meistens muss er sich etwas verlüften, die Flügel mal erst mal strecken und seine Energie ein bisschen, die angestellte Energie ein bisschen loswerden. Aber in den Folgeflügen ist die Chance grösser, habe ich das Gefühl. Und ja, bei 50-50 so, ja. Pro Flug. Und es gibt natürlich schwierigere und einfachere Flüge oder einfachere Krähen. Und aus einem Schwarm ist es in der Regel auch einfacher, weil dort hat es Junge dabei, oder Kranke, oder Schwache, ja, Unaufmerksame. Und der tut gezielt auch die anjagen. Da sieht es blitzartig, wenn einer irgendwie beeinträchtigt ist. Und das ist auch die natürliche Selektion, wie es auch in der Natur halt stattfindet, dass zuerst die Schwachen und die Kranken und die Jungen unerfahren zur Beute werden. Ich habe jetzt so ein bisschen Nervenkitzel. So, ich bin ein bisschen gespannt, wie das so wird. Hast du das auch noch? Wenn du es erst 8 Jahre machst, ist es so ein bisschen. Das hat man genau gleich noch. Und darum machen wir es vielleicht auch. Zu fest nervös darf ich nicht sein, es wird der Vogel auch nervös. Aber ein bisschen Nervenkitzel, das gehört dazu. Und Anspannung. Für die Beizjagd braucht es neben der Jägerprüfung auch eine Falknerprüfung. Nur gerade etwa 25 Falkner gehen in der Schweiz auf die Beizjagd. Was gefällt dir an dem? Es ist einfach so ein Wildtier. Wir können so hautnah miterleben, wie es jagt. Wie habe ich die Jagd auch die über Beutebeziehung, wie sich die Krähen auch verhalten. Jetzt muss ich mich schnell konzentrieren, ja. Damit ich auch ein Krähen herum habe. Ja, das ist eigentlich die Faszination, so die Beziehung zwischen der Beute und dem Predator, also zwischen dem Greifvogel und der Krähe. Und eben wie wenig das es braucht, dass es eben Erfolg oder Misserfolg gibt. Und wie viele Faktoren es halt da drin spielen, die man halt zum Teil kann man die ein bisschen steuern und zum Teil kann man sie nicht steuern. Und vieles muss man halt auch akzeptieren und braucht sehr viel Geduld. Und das ist ein bisschen die Faszination, die das ausmacht für mich. Der Christian jagt mit seinem Habicht die 10 Jagdreviere rund ums Seetal und Zurental. Heute hat es wenig Krähen um. Und wenn, dann verwünscht sie den Django nicht oder er will sie nicht. Oh. Er jagt. Er jagt. Verfehlt. Müsste das gleich klappen? Ja, in der Regel schon. Manchmal probiert er es zweites Mal, aber die hat jetzt schnell hat die Höhe gewonnen und dann kann er sie auch nicht mehr einholen. Jetzt schon rechts, jetzt probieren wir es nochmal. Sonst kann der Dani vorne dran. Der wirklich gar nichts ist. Das ist jetzt wirklich ganz schlecht heute Nachmittag mit den Chancen. Wir haben es schon fast aufgegeben und sind noch 2 Stunden auf dem Retourweg, wo der Christian nochmal eine Chance wittert. Seinen Habicht aus dem Fenster lässt und den tatsächlich zuschlägt. Was für ein Spektakel.
Es gibt manchmal einfach so Chancen, da muss man einfach entweder jetzt oder nie. Das und kann nicht können. Wenn man einmal vorbeigefahren wäre, dann wäre sie sicher wieder weg gewesen. Niemand hat jetzt gedacht, wie neu ich da einfach so? Ja, ja, also jetzt könnt ihr. Kann so hoch wie ich, das spielt gar keine Rolle. Jetzt ist er abgelenkt. Krass. Und was hast jetzt du gemacht? Er hat jetzt den angegriffen mit den Krallen. Und was war dein Part? Mein Part war, die Krähe möglichst schnell zu töten, einfach aus Tierschutzgründen. Das heisst, dass man sie nicht quält. Das habe ich mal gelesen. Es ist immer so ein bisschen umstritten. In der Natur wäre es natürlich so. Ja. Oder? Da habe ich den Griff töten, du mit den Krallen einfach zudrücken, bis sie innerlich verblüht. Ja. Wir müssen das nicht irgendwie extra verlängern. Ja, noch provozieren oder verlängern. Und wir haben die Möglichkeit, das Leiden abzukürzen. Ja. Das heisst, du tust dir den Kopf und drehen und tust sie. Ich tue das Schlag auf den Kopf und das Knick brechen und ist sie tot. Einfach, ja. Hast du jetzt noch damit gerechnet, gehabt, dass der Django noch eine nimmt? Also wenn ich nicht damit gerechnet hätte, hätte er nicht mehr rausgelassen, wenn ich gewusst hätte. Ja, aber du bist so ein bisschen der Einzige, der gesagt hat, mach um, zack, ab. Und ja, aber es gibt manchmal, ich habe so einen Vogel angeschirrt, hat den Krähen angeschaut und einfach, da habe ich gewusst, du, es kann passen, es kann funktionieren. Und er ist jetzt immer wieder retour gekommen. Und von dem her habe ich gewusst, wenn er nicht jagt, ja, dann hast du ihn schnell wieder. Dann habe ich schnell wieder, aber jetzt, ja, es gibt manchmal so Momente und da muss man blitzschnell reagieren. Ich habe jetzt auch nicht lange Zeit gehabt und dann tut man meistens, wenn man jetzt fest vorher studieren und überlegen, dann geht es dann halt auf. Wie stolz bist du jetzt irgendwie? Also, ja, ich bin zu froh, dass er gleich noch Erfolg hat, klar. Und schon für einen Vogel natürlich super, oder? Dass er jetzt gleich trotz dem Stress mit den fremden Leuten und der Kamera im Auto, dass er gleich belohnt worden ist und durch die Nerven behalten hat. Ja, mega. Es war recht ruhig auch für das. Ja, ich staune. Es ist auch Anfang Saison, wo er eigentlich noch nicht so gewöhnt ist. Von dem her bin ich echt zufrieden mit, wir haben es gut gemacht. Und die Temperaturen sind warm, eben, es ist, oder hoch, es ist noch warmes Wetter und Sonne gesehen, das ist auch nicht förderlich. Von dem her bin ich froh. Ja, ey, mega, wirklich interessant. Und es ist eine alte Krähe, nicht eine junge. Also von dem her ist es eigentlich relativ wehrhafte. Dass er jetzt gleich noch gejagt hat, bin ich. Ja. Ich bin gleich erstaunt, weil er vorher nicht motiviert war. Ja, eben, hat ja ein paar Mal so. Jetzt kannst du mal die Händchen anlegen. Hast du meinen noch dabei? Oder soll ich gerne? Aber es legt doch den, weil du hier gesichert bist. So. Du musst einfach den hier halten. So gut halten. Du kannst ihn noch halten. Ja, jetzt kommt er wieder auf. Gut. Jetzt kannst du aufstehen. Und jetzt, wenn er irgendwie abkumpelt, einfach den Krähenflügel halten und dann kommt er wieder zurück. Das kann nicht passieren. Einfach den Arm von dir wegstrecken. So. Dann kann er auch nicht ins Gesicht gehen oder so. Wow, crazy, verrückt. Oh. Ich finde, der Herbst hat recht viel zu bieten. Mega facettenreich und spannend. Was für ein Abenteuer war das? Ich hoffe, Sie können auch noch den einen oder anderen schönen Herbsttag geniessen. Und wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Ade miteinander. Ich bin beeindruckt. Zentralschweizer Fernsehen, Tele 1. Unterwegs. Präsentiert von der Emil Frey Ebiken, Kriens und Zielbrück. Ihre Opel-Partner in der Zentralschweiz. Sind Sie mit uns unterwegs in der ganzen Zeit?